absoluten Limitspieler. Das heißt, ich spiele quasi an der oberen Grenze von dem, was ich kann, gegen Leute, die auch auf dem Niveau oder sogar ein bisschen besser sind. Das macht mir am meisten Spaß an League. Und dieser neue Split hat quasi dazu geführt, dass man jetzt erstmal am Anfang ganz, ganz viele Games spielt gegen Leute, die einfach deutlich, deutlich schlechter sind als man selbst. Außer man kriegt halt eine schnelle Winstreak und kommt hoch, aber so grundsätzlich spielst du halt einfach mit Leuten, die sehr viel niedriger sind im letzten Split. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt haben wir ja eigentlich einen guten Run gemacht. Wir sind jetzt fast Diamond 1. Geht weiter nach oben, Mr. Thaddeus. Ja, wie gesagt, die Lane sollte relativ entspannt sein. Wir dürfen nur niemals in die Auto-Attack-Range laufen. Einfach mal hinten chillen. Early Game überleben wird ein bisschen rough für unser Team, glaube ich. Wir haben überall schwierige Matchups, außer Jungle Top müsste wahrscheinlich fein sein. So. Ich skimme noch nichts, aber wenn die uns hier trappen, dann muss ich eh skillen, damit wir nicht runtergerannt werden. Schon mal sehr angenehm. Den W werden wir so oder so tanken müssen. Wir haben einen Minion verpasst an XP, das ist okay. Und wenn ich da halt nicht E skille, sondern Q, dann kann die Ashes einfach runterrennen. Dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Warum spielt Senna ohne Keystone? Fleet Footwork. Was hätte sie mitnehmen sollen? Avery wahrscheinlich, ja. Die schlimme Phase ist gleich vorbei, gleich sind wir Level 2. Das Game sollte durch sein. Sehr, sehr schön. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, wenn dieser eine Lee Sin Q nicht auf Senna connected. Dann haben wir ein ernstes Problem. Aber das sind halt so Lanes, so Ashe, Senna ist zum Beispiel eine Lane. Da habe ich jetzt in dieser Elo keine Angst vor. Wäre das jetzt Grandmaster Elo, dann würden die uns den Arsch aber sowas von aufreißen. Aber solche Lanes neigen immer dazu, extrem overaggressive zu spielen und einfach viel zu wollen. Irei hat sogar den Gank überlebt. Und einen Toplane solo killed. Crazy. Schon sehr schwer zu ganken. Vor Level 6.
Müssen halt respekten. Die wissen jetzt nicht, ob der Lee Sin seinen Recall gecancelt hat. Wobei doch, müssten sie wahrscheinlich noch gesehen haben. Ja, das war gierig. Wir haben halt nicht so wirklich consistent Damage. Wenn die uns einfach... Wenn die unsere Spells dodgen, dann haben wir halt echt ein Problem. Ich glaube, ich würde hier gleich einfach recallen und zum TP greifen. Ja, so nice to low. Da haben wir einmal overtraded. Kriegen die Wave hier trotzdem gefreezed? Solafine ist back. So nämlich. Mein Bot ist immer noch ein Mist. Da ist die Ashe. Brauchen, glaube ich, noch. Haben wir auf der nächsten Mission Level 6? Ja. Das Schwein ist Botlane. Oh, einfach mal so reinlaufen, Alpha. Die ist doch immer noch hier irgendwo, guys. Soll ich mein Level 6... Soll ich mein Level 6 nicht auf der Wave, weil wir in River gemoved sind? Haha, jetzt fehlt mir ein Minute für Level 6, einfach weil ich nicht in den River gemoved bin. Ist das scheiße. Und wir killen sie trotzdem. Da hat der Tower aber auch wirklich extrem mitgeholfen. Danke dafür an der Stelle. Senna ist wie so ein Moskito, ne? Es ist nervig. Sie macht nichts, aber es ist echt nervig. Oh ne, die Moskito machen ja sogar was. Das ist eher wie so ein... So eine scheiß Fruchtfliege. Da habe ich gepennt. Da hat mir die Fruchtfliege einfach in mein Essen geschissen. Was soll das? Ich hab gar nicht gecheckt, dass die schon Level 6 sind. Der Jon ist leider ein bisschen am struggeln. Aber dafür haben wir eine fette Reha mit so einer Seraphine. Hier mal Mitte hovern kurz, aber ich glaube, wir sind nicht rechtzeitig da, um irgendwas zu machen. Nee, ich gehe mal wieder Botlane. Okay, lecker gespielt.
Das Problem ist jetzt natürlich die nächste Seju-Ult. Oh, die Sona lebt gefährlich. Die nächste Seju oder Ash-Ult oder whatever. Unser Gesicht wird sehr schmerzhaft. Boah, ich glaube, hier wäre für Sona auch ein Ding ins extrem OP, ne? Mikaels? Oder gehe ich sogar Mikaels? Weißt du? Es gibt Mikaels für Stats. HP, Base, ja, das ist schon echt scheiße, ne? Das Ding ist, ich glaube, für mich macht es nicht so viel Sinn, Mikaels zu kaufen, weil ich bin das Target, was geultet wird. Ich glaube, wenn jeder andere geultet wird, sind wir fein. Also sollte ich eher QSS kaufen später. Ich glaube, QSS ist das Play. Wo kam jetzt der Damage eigentlich her? Warum habe ich halbes Leben? Hier sollten wir Round Botlane einen Fight suchen. Das, was hier Ding ins Top ist. Hattest du schon einmal ein ADC-Angebot? Ich bin nach fast 100 Games Diamond 2. Was denkst du? Nee, hatte ich nicht. Ich war mal Ersatzspieler bei der ADC, aber auch nur, weil ich Kontakte habe. Wo ist unser DC? Frage ich mich. Hatte ich da Tower Aggro noch? Ah, wegen meiner Blackfire Torch. Sehr schön. Drake machen jetzt. Ich habe TP ready. Weil es top gedived wird. Okay, haben wir zumindest den Dive beschützt. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich gar nicht TP'en müssen. Die haben ja gar keinen Damage gehabt. Wir müssen aufpassen hier. Wenn wir hier ein bisschen Kacke spielen, können wir sterben. Ich will da ehrlich gesagt nicht. Ich mach's trotzdem. Ich hab mir innerlich gedacht, ich darf da nicht flashen. Es ist dumm, da zu flashen, aber ich hatte irgendwie Lust drauf. Die hat aber auch echt Bock da, Toplane. Aber macht gar keinen Sinn. Ja, ist trotzdem krass am Gewinnen. Also hier muss schon einiges passieren, damit wir dieses Game noch verlieren, sag ich mal so. Weil müsste. Also. Nee, ich glaube, wir haben einfach gewonnen. Ah, never mind. Sowas sage ich nicht mehr. I'm not jinxing it again. Boah, geiles Movement, aber. Leider egal. So. Holen wir jetzt Midlane? Ich würde sagen, wir holen. Okay. Ich würde gerne die Seju hier abfacken. Die darf auf jeden Fall nicht unsere Raptoren machen. Oh, die will fighten. Ah! Tor!
Goal, 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 goal! Lasso! Ja, Geist, wer hoch fliegen will, muss manchmal auch tief fallen. Der Chat geht, ja. Es gucken nur alle Worlds. Die Senna ist echt, da ist es süchtig. Ja, wir können aber Harold nicht machen, wenn unser Ding jetzt nicht da ist. Können wir den killen? Haben wir den Damage für den Mundo? Ich glaube auch nicht, oder? Wait, die rennt ihn ja komplett runter. Shit. Hoffe, dass ich hier nicht gearrowed werde. Baby. Push einfach Mitte. Wer gewinnt Worlds? Wer gewinnt Worlds? Also ich würde sagen, also wenn wir jetzt einfach nur sagen, dass alle Teams so gut spielen, wie sie jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, dann würde ich sagen, ist das beste Game, beste Team mit Abstand Gen.G gerade, mit sehr großem Abstand. Also, ja, T1, weiß ich nicht. Ich kann immer noch nicht einschätzen, wie gut jetzt G2 tatsächlich ist. Die One, ja. Ja, komm, wir gehen jetzt QSS, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, was ich auf jeden Fall für mich sagen kann, ich fand bisher tatsächlich die chinesischen Teams ziemlich enttäuschend. Das ist irgendwie so antizyklisch. Alle zwei Jahre sind die chinesischen Teams einfach enttäuschend. Ich weiß auch nicht, was das bei denen ist. Vielleicht hat das was mit der Mondphase zu tun oder so. Warum ist eigentlich die Senna jetzt hier am Farm? Ist der langweilig oder? Hast du noch ein paar Games bei den Worlds? Beziehungsweise dürftest du Kursstream machen? Nee, Kursstream darf ich nicht. Und Games casten geplant ist aktuell nicht, aber ich habe theoretisch Bock. Also wenn jetzt jemand nochmal möchte, dass ich vorbeischaue, dann bin ich da gerne dabei. Die Rehe geht schon immer wirklich sehr, sehr deep, muss man sagen. Wieso ist das nicht verlängert worden? Ist das eine kranke Fiesta, Bro? Ist das gestört? Aber gut, ich meine, fairerweise, wir haben Sona, Seraphine, hier gelten die Gesetze von Normalsterblichen nicht.
Ist das scheiße. Ist das alles scheiße. Ja, wir könnten natürlich auch aufhören zu trollen und normales League spielen. Gucken wir mal. Was gehen wir denn hier? Ist Art Sensor eigentlich noch ein geiles Item? Ein Sensor für Yone und Irelia und Lee Sin klingt eigentlich schon ziemlich geil, oder? Ich war 700 Gold wert. What? Ari ist jetzt fett. Scheiße. Hab ich gesehen, dass ich 7-0 stand? What the hell? Woher? Warum Lee Sin seine eigenen Wölfe macht, wenn wir hier invaden könnten. Boah, ich glaube, so nett einfach ulten können. Irgendwie machen wir einfach nichts, obwohl wir überall stärker sind. Komisch. Wir dürfen die einfach so unsere Vision klären, obwohl wir stärker sind. Hm. Jon stirbt jetzt auf Sidelane. Das wird nochmal ein ekliges Game. Auch nur, weil wir halt nichts machen, obwohl wir stark sind. Also die sind, du kannst es, also wir können das 3 gegen 3 halt einfach forcen, so dass dieser Ward hier steht, ist sehr, 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 sehr frech. Dieser Ward fickt uns halt, weil wir den Pink Ward davor nicht contesten wollten. Sehr nervig, muss ich sagen. Dann müssen wir die halt im 2v2 killen, so weißt du? Es dürfen das hier nicht. Einfach 2 Level-Ups gemacht in dem Fight, holy shit. Ich jetzt einfach Damage und nicht Support-Items. Ich bin der Carry. I'm the Carry now.
Bin ich Nash gegen Geist? Oh, mit Drake. Dann machen wir keinen Nash. Normalerweise bin ich nicht so fett auf Seraphine. Ich weiß gar nicht, was für Items ich jetzt gehen sollte. Die Cosmic Drive ist eigentlich nicht schlecht gewesen immer. Problem ist halt, dass die QSS extrem im Weg ist. Ich glaube, ich muss meinen Magis ausbauen. Aber es ist ja immer so, wenn man Magis ausbaut, stirbt man danach. Ich habe QSS, warum hast du nicht Geralt? Hier mal einen Nash starten. Überlebe, lebe, lebe, Yone, lebe. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ei, Schieball! Wäre ich ja fast gestorben. Cool. Finish ist es aber nicht hier, meine Brüder. Wait, wir sind wieder full life. Hey, wir wollen für Finish gucken. Oh, Junge, das war auf jeden Fall, das war mal ein Seraphine-Game, meine Freunde. Das war für mich mal ein Seraphine-Game. Ja, so einer Seraphine, wenn du damit durch die Lane kommst, ist extrem unfair. Müsste auch mit Abstand most Damage haben, oder? 99 LP haben wir. Ne, Irea hat sogar mehr Damage gemacht, aber gut, die hat auch die ganze Zeit den Mundo gehittet. Jungle Gap. Oh? Selbst ich daheim wurde geschildert und geheilt. Ich hab dich doch.